Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... wie man jemanden anspricht. Hä? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen, wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft.
Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse.